Migrationspolitik sollte vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Im Flüchtlingsjahr 2015 entschied sich die Bundesregierung gegen eine Grenzschließung, auch aus rechtlichen Gründen. Laut Welt am Sonntag belegen interne Dokumente, dass Experten rechtliche Bedenken ausräumen konnten. Es änderte sich aber nichts. Es kamen und kommen immer mehr Migranten nach Deutschland. Alice Weidel, die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, fordert eine Offenlegung der Geheimpapiere und eine Erklärung der Kanzlerin, die bar jeder Vernunft und jenseits rechtlicher Grundlagen handelte. Damit nicht genug. Auch beim Migrationspakt verweigert die Bundesregierung eine Auskunft über deutsche Zugeständnisse, die während der Verhandlungen für den UN-Migrationspakt gemacht wurden, wie der Tagesspiegel berichtet. Es soll möglichst über die Köpfe des Volkes hinweg weiter Migration gefördert werden. Diese antidemokratische und bürgerfeindliche Politik ist für die AfD-Fraktion nicht hinnehmbar. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.